So, weiter geht's mit Demon Run 64 und ich habe gerade schon aufgenommen, losgelabert und gemerkt nach einer Minute, oh, mein Mikro war gemutet, weil ich gestern Abend kurz stumm Genshin aufgenommen habe. Juhu. Kurzfassung, es ist mehr als eine Woche vergangen. Ich habe den Genshin-Patch durch und habe mit Tomb Raider schon angefangen und irgendwie hatte ich keine Lust, also Lust hatte ich schon, aber ich habe irgendwie keinen guten Moment gefunden, hier weiterzumachen. Für den letzten, also für die letzten 2 Sterne. Naja, was soll's. Gut. Das hole ich jetzt nach und ich hoffe, ich habe einigermaßen Ruhe dazu. Dafür. Rune Castle Rush. Aha. Kurs 3. Ist hier wieder irgendwas? Scheiße, das war schon sehr blöd. Kann ich da hinten hin? Kann ich da hinten hin? Bestimmt, oder? Wow. Wenn ich jetzt durch. Ja, wenn ich das Herz durchrenne, komme ich da hinten hin? Aber ich komme nicht zurück, kann das sein? Wurde ich in den anderen Leveln auch immer rausgeworfen? Bin mir gerade nicht sicher. Gut. Dann versuche ich das. Ich werde nie im Leben so viel Energie übrig halten, wenn ich jetzt hier durchgehe, oder? Das ist ja so ein beliebter Hacktrend, dass man wieder Leben auffüllt. Ne, okay, gut, ich bin durchgefallen auch noch. Ich glaube, das ist ein Bait. Und ja, ich hatte zu wenig Energie angesammelt. Rune Castle Rush. Dann ignoriere ich das Ganze. Das ist ja nicht so ein Zweck des Hexets gewesen, da sowas zu machen. Gut. Wow. Okay. Kann ich da hochlaufen? Ja. Ich traue diesem Brückenabschnitt hier irgendwie nicht. Oder doch? Ja, doch, okay, gut. Boah. Wenn man jetzt irgendwie 120 Hertz Tomb Raider gespielt hat. Wow. Okay, das war geraten. Also 120 Hertz Tomb Raider gespielt hat und 60 Hertz. Oh Gott, ist ja schon dicht. Scheiße. Nein, nein, ja, okay. Es lief so gut. Ja, wenn man halt nur 20 und 60 Hertz Games gesehen hat und jetzt das hier spielt, das ist ein bisschen wieder gewöhnungsbedürftig. Also von der reinen Kamera-Smoothness. Aber gut, es geht schlimmer. Es geht wirklich schlimmer. Zum Beispiel die Paul-Version mit 25 Hertz. Aber ich bin mir bis heute noch sicher, dass in der Theorie die Dingens-Version. Oh, scheiße. Ich bin mir bis heute sicher, dass die, na, wie heißt sie jetzt? Die. Komm nicht drauf, ich hab den vergessen. Oh, scheiße. Shit. Das ist Kacke. Warte mal, was habe ich jetzt gerade geredet? Was hatte ich? Und das gefällt mir. Er hat sich da verfangen. Achso, und er kommt dann erst dadurch wieder, okay. Verdammt, was wollte ich gerade sagen? Ich konnte nicht mehr drauf. Scheiße, woran habe ich gerade gedacht? Weggeblasen. Dabei Frames und Herz. Okay, so komme ich hier zumindest lang. Scheiße. Was hatte ich gerade gelabert? Ich komme wirklich nicht mehr drauf. Und die Musik ist überhaupt nicht ablenkend gerade. Verdammt, das ärgert mich jetzt. Das war was halbwegs Interessantes sogar, glaube ich. Wo ist der grüne. Wo ist der Green Demon hin? Oh Gott, wo kommt der auf einmal her? Okay, gut. Das könnte jetzt problematisch werden oder auch nicht. Irgendwie ist der Level relativ einfach an sich. Er ist nur scheiße lang. Kann das sein? Oh shit, das könnte mich fast killen.
Sehe ihn schon wieder nicht. Gefällt mir nicht. Ganz gar nicht. Ah, da ist er. Das sieht aus wie Münzerig. Mehr oder weniger. Ja. Oh, scheiße. Ich wusste, dass ich da... Ich hab's schon kaum sehen. Okay, aber der Level ist relativ easy. Gut. Das heißt, es wird jetzt nicht lange dauern, der Level. Verdammt. Welches Spiel wollte ich erwähnen, wo das mit 30 Frames kacke war? Oder mit 25? Oder wo es eventuell gar nicht mehr so auffällt? Ich hätte irgendwie an DK64 gerade gedacht, die ganze Zeit. Weil ich meine, dass da dass das relativ smooth wirkte. Okay, ich lebe noch. Wow, ist das Ding weit weg. Okay, gut, egal, ja. Es ist Umgewöhnung und ich würde dann doch eher mittlerweile die Comp-Version mit 60 FPS-Patch oder so. Aber, ja gut, keine Ahnung, haben wir überhaupt Mario 64 Hex 60 FPS außer die optimierte Version von Case bisher? Ich glaube nämlich nicht, oder? Aber gut, stimmt, ich war genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich halbwegs war. Wow. Ich war nämlich auch noch dabei zu erwähnen, dass ja der... Oh, scheiße. Der andere Emulator, der P64 mit Custom Settings und Co., der bei Another Mario Adventure beigelegt war und halt präkonfiguriert war für den Hack, dass mir der insgesamt immer noch gefühlt flüssiger vorkommt. Auch wenn ich meine letztens gesehen zu haben, dass das nicht immer wirklich stimmt. Der ist genauso unsmooth. Also er ist schon smoother als, keine Ahnung, irgendein anderer Emulator, den ich zu dem Zeitpunkt damals getestet habe. Aber so verglichen mit Parallel Launcher und optimiertem Mario 64 Code von Case, ist er dann doch noch relativ lahm. Das war gut, glaube ich. Oh, das war auch super. Das kann aber egal sein, weil der kommt jetzt eh über den Lavasee hier. Das gefällt mir jetzt ja nicht, dass der jetzt über den Lavasee wieder kommt. Oh, habe ich ihn? Nein, ich habe ihn nicht. Oh, scheiße. Wieso jetzt hier gegen Ende andauernd? Ach, Mann. Ich meine, gut, wenn ich jetzt länger brauche, dann habe ich ja zumindest einen Grund, zwei Videos draus zu machen. Aber gut. Ach ja, was soll's. Ja, fällt mir noch irgendwas ein. Ich hätte überlegt, ob ich heute Abend eventuell noch einen Hack anfangen, aber ich habe heute Nacht nur 4 Stunden geschlafen und ich bin zwar aktuell auf ein bisschen Koffein, ich habe ein bisschen Cola nebenbei heute getrunken. Hauptsächlich heute Morgen eigentlich, nur, aber okay. Grundsätzlich habe ich das getan. Versuche ich zu vermeiden. Aber im Verhältnis dafür bin ich zwar jetzt noch relativ wach, aber ich bin auch nicht so wach. Ich habe versucht, nämlich keinen Mittagsschlaf heute zu halten. Was mir geglückt ist. Also ich war wach genug. Okay, scheiße, egal. Wieso ist der erste Level bisher jetzt der schwerste gefühlt? Interessant, weil der Level ist eigentlich gar nicht mehr so schwer. Der zweite war auch nur nervig wegen den Pustedingern. Aber ansonsten war der erste auch nicht wirklich schwer. Ach, der zweite. Na gut, es ist gut, dass die Level nicht schwer sind, an sich. Wundert mich ja gerade nur so ein bisschen. Aber gut, ist ja, ist okay. So. Gott, die Musik ist echt schlimm irgendwie. Wo kommt die überhaupt her? Hat irgendwie was von Sonic. Könnte Sonic-Musik sein. Ja, ansonsten habe ich noch wieder ein paar andere Hacks gesehen, die interessant aussahen. Oh, scheiße, das ist jetzt gewesen sein.
Oh, scheiße. Oh. Oh Gott. Okay, hab ihn. Okay, hab ihn. Hat ja nur 10 Minuten gedauert. Ja, komm. Ich hoffe, da kommt jetzt noch ein bisschen was im letzten Level. You've got all three, power stars. Now you can open those suspicious looking sliding doors to the right. Ja, gut. Ist eigentlich ein Abgrund zwischen? Ja, ist es. Okay. Da wäre ich auch ohne Textbox nicht drauf gekommen, dass ich das so machen können. Right into the star power, the door slowly opens. Ja. Ich sehe kein Green Demon, ich sehe nur ein Schild. Hello Mario, you know why you're here, so I'll just cut right to the chase. Climb on top of me and perform the action known as a ground pound. You can't run away from it this time. You can't disrespect the hours of work the hack creator put into this. This is it. It all ends here. Do it. Das hat mit irgendeinem Meme zu tun, oder? Irgendein Simple Flips Meme oder so. By the way, when I said that I would cut right to the chase, I meant it literally. Oh. Okay. Oh Gott. Ach du Scheiße. Jagt mich hier jetzt das Schild, oder? Wahrscheinlich. Es kommt gerade so passend hier. Das gefällt mir nicht. Ich muss noch nie gegen Kugelblitz ausweichen in dem Tempo. Ich sah ja, es war zu gut, um wahr, zu schön, um wahr zu sein. Mama mia. Aber schöne Nutzung vom, dem englischen Satz. Cut right to the chase. Sehr schön. Weiß nicht, ich weiß auch nicht warum, aber in Genshin sagt Kicking den Satz andauernd. Oh shit. Achso, der hat sich hierhin verbuggt. Anders als ich gar nicht großartig gejagt werde. Eventuell ist der Hack ein bisschen, naja, optimiert. Okay, gut, aber ich bin zu blöd gerade. Ich darf da nicht drauf stehen bleiben und darf mich vor allem nicht festhalten. Die fallen direkt weg. Sind das einfach, das ist doch einfach die Logik von dem Boss, oder? Vom Handboss? Ich glaube ja. Okay. Immerhin keine roten Münzen. Und einigermaßen gute Musik. Von daher. Also, was ist einigermaßen? Ist schon gute Musik. Ein Remix wär vielleicht cooler gewesen. Wow. Es ist mir gerade so unsicher. Oh Gott, es war wieder so einer. Ich hab's lang gewartet. Dass ich da nicht runtergefallen bin, wundert mich. Wow. 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 Okay, warum das Schild jetzt war. Ich glaube, das hat sich echt ganz am Anfang festgefahren. Okay. Gut. Was hier ist, werden continue. Creepy dunkler Raum. You've reached the end of the hack. Special thanks to Cheesepin GTM. Cheesepin habe ich schon mal gelesen. Feel free to ignore that Cooper was there. I know what his deal is. Hey Mario, have you heard of Crashma? Crashma Balls. Hear the conclusion to this joke? Click yes.
Crash my dick into your ass. Okay, ich dachte jetzt rennt er hinterher, bis er quasi mein Ass erreicht, aber okay, gut. Ja. Die Crash mal Boards, das wäre ja ein Diss auf ihn, aber okay. Gut. Sieht ihr noch irgendwas, wenn ich jetzt nochmal hier einen Ground Pound mache? Nein, nicht wirklich. Gut. Ja, gut. War spannend. Kein Ending Screen. Es waren jetzt 15, 16 Minuten jetzt genau. Ich muss da gucken, ob ich das vielleicht nicht einfach in das andere Video noch ranschneide. Ich meine, einen 4-Sterne-Hack nochmal zu schneiden in mehrere Parts. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Oder ich fülle jetzt das Ganze wieder, indem ich hier da kurz in den Dingens rüberwandere. In den Parallel Launcher. Also so 20 Minuten wäre halt ganz geil zusammenzubekommen. Können wir nochmal ganz kurz in den Parallel Launcher reinschauen? Bzw. ich schaue rein und lese einfach nur vor, während wir Black Screen sehen. Ja, Demon Run 64 müsste jetzt eigentlich gleich, wenn ich aktualisiere, in die Completed List rübergehen. Jo, ist er. Gut. 1 Stunde 17 lief das Ganze. Ja, gut, ich habe halt vorher konfigurieren müssen und so weiter. Von mir aus. Fast genauso lange wie für Peach Fury. Aha. Gott, nächste Woche kommt auch schon hier Mario vs. Donkey Kong raus, also das Remaster. Und im März, glaube ich, auch schon dieses Princess Peach Show irgendwas. Ja, viel zu viel, was rauskommt. Und viel zu wenig Zeit, vor allem den Zeitraum. Ach, wo Zeitraum? Habe ich gerade rein zufällig hier irgendwie. Nee, habe ich nicht. Habe ich die IAK irgendwie in einem Quick-Tab, dass ich da drauf komme? Nee. Gut, dann muss ich morgen im Büro gucken. Ich wollte gerade mal kurz spontan gucken, ob ich schon meine Bestätigung habe, dass mein Abschlussprojekt genehmigt wird. Aber gut. So viel dazu. Gut, ja, 13 Hacks habe ich jetzt hier noch. Ich glaube, die letzte Mal schon durchgelesen und vorgetragen. Als ich den letzten Hack beendet habe. Keine Ahnung. Ja, Want to Play Escape from the Jail Definitive Edition. Das ist irgendein Vorgänger, glaube ich, zu Zeta Attack 1.5. Oder Pseudo-Vorgänger, keine Ahnung. Phenomena habe ich keine Ahnung. Das ist, glaube ich, der Nachfolger zu Serene Fusion. Serene Fusion ist ein Mix aus zig anderen Hacks irgendwie gewesen. Beyond the Cursed Mirror war auch einer, den habe ich schon mal vor Jahren mal gesehen auf YouTube, keine Ahnung. Ja, Star Revenge Zero, Galaxy of Origins. Das ist jetzt interessant, weil ich habe mich gestern Abend nochmal wieder meine. Ich habe einen Super Mario 64 Ordner gehabt als Lesezeichen. Und da waren ganz viele Hacks noch drin, wovon ich die wenigsten jetzt notiert habe, die ich wirklich mir angucken sollte, aber. Ja, da war quasi eine Auflistung von. Ja, da war auch ein Reddit-Beitrag noch, wo ich eine ursprüngliche Revenge-Liste gesehen habe. Und die wurde nochmal aktualisiert. Also an sich lohnen sich wohl Star Revenge 1, 1.5, 2, To the Moon, 2.5, dann 3.5 und ich glaube 3.9 gab es jetzt ja auch schon. Dann 4, 4.5, 5, 6.25, 6.5, 6.9, 7, 7.5, 8, 5.5. Und X doesn't matter, but go for it if you want. Ja, X habe ich gesehen, das ist einfach nur irgendwie 80 Sterne oder 100 Sterne mit 8 rote Münzsterne auf Treibsandflächen. Mit irgendwelchen Emotes und. Das ist so, glaube ich, wow, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Muss schon irgendwie eine Troll-Challenge gewesen sein, glaube ich, keine Ahnung. Ja, gut, 1 habe ich mir mal angeguckt in gewisser Weise, genauso wie 1.5. Was im Endeffekt dann irgendwie ein Mix war aus, ich habe 1 bis 1.5 Redone irgendwie gespielt. To the Moon habe ich gespielt, das war der Meme-Hack. 2.5 habe ich mit Save States halt gespielt. Ja, und dann geht es halt eigentlich wieder ganz normal weiter. 3.5, 4.5 wären halt dann die Non-Kaizo Remakes. Ich weiß nicht, warum er unbedingt 4 gelistet hat. 4 soll wohl Kaizo-esque sein, aber soll sich wohl relativ stark noch wieder von 4.5 unterscheiden. Also der Reddit-Beitrag.
Ich muss jetzt halt auf ROM-Hacking wieder gehen. ROM-Hacking, ja, nicht mein User, aber kann ich nicht einfach herkommen. Gut, dass ich weiß, wie Queries funktionieren. Beziehungsweise, das ist eine Query in, ja doch, eigentlich schon, in gewisser Weise. ProDute. Komme ich auf den Kanal direkt drauf? ProDute? Ja, komme ich, gut. Ist hier irgendwo Night of Dawn? Nein. Star Revenge 2.4 Star Remake. Also Star Revenge wieder in 1.3. Ja, wie ich auch gerade sehe, gibt es auch schon Star Revenge 4.9 mittlerweile. What the hell? Das heißt, die Liste hier ist auch schon wieder ein Jahr alt. Also 3.9, 4.9. So. Ich muss mal eigentlich gucken bei dem aktuellsten Hack. Der aktuellste Star Revenge-Teil, der hochgeladen hier ist. Ist Night of Dawn. Ich glaube, da steht nichts. Star Revenge. Also Star Revenge 3. Okay, gut. Also nochmal. Noch schwieriger. Könnte sogar der neueste sein. Der hat nämlich keine Reihenfolge. Der hat keine Reihenfolge. Der auch nicht. Der auch nicht. Gut. Das heißt, 4.9 ist das am weitesten vorangeschrittenste Projekt quasi. Also, SR0. Es ist die Lore-Order. Lore-Order heißt für mich auch eigentlich sinnvolle Reihenfolge, die man spielen kann, wenn man wirklich möchte. Gut. Also 0 wäre dann halt, wie gesagt, auf der Liste als. Ja, die Frage ist halt, will ich Lore Order, will ich oder will ich lieber Release Order auch so ein bisschen? Weil Lore Order heißt, dass Star Revenge Zero relativ neu ist, im Gegensatz zu 3.5, glaube ich, und so. Das heißt. Ja, oder? Ist wirklich neu? Ich glaube, nee, Revenge 0 war, glaube ich, so ein Mixmax, ein Mischmasch aus mehreren Sachen. Aber gut, dann haben wir halt wieder, gut, 3.5, 3.9, 4.5, 4.9, 6.25, 6.5. Das sind unterschiedliche Spiele, genauso wie 6.9. Jetzt habe ich die andere Datei gerade geschlossen, egal. Dann kommt irgendwie lore-mäßig Star Revenge 5 und dann Star Revenge 7 und dann 7.5. Also die 6er Teile spielen vor 5, lore-mäßig. Bisher habe ich die Lore eigentlich eingehalten, abgesehen von Star Revenge 0. Also könnte ich auch eigentlich die Lore-Order dann spielen. Wie gesagt, Star Revenge X, das würde ich weglassen, weil das habe ich mir angeguckt und denke mir so, nee, 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 nicht wirklich. Muss nicht sein. Ja, gut, okay. 7, 7, 5, 8, ah, ja gut, 5.5. Ich muss die Datei nochmal öffnen. Wenn ich, das finde ich übrigens merkwürdig, ich minimiere OBS auf dem linken Monitor. Und wenn ich es wieder öffne, kommt es auf dem Hauptmonitor. Das ist merkwürdig. Extrem merkwürdig. Aber okay. Gut. Star Revenge 0 ist ja auf der Liste zum Beispiel auch nicht bei. Ja, 8. 5.5 wurde hier auch nicht genannt. Aber 5 wurde genannt. Ja gut, ich kann auch 5 und 5.5 theoretisch dann spielen, wenn sie von der Zahl her drankommen. Wer hat da nicht mehr die Lore-Order, aber gut. Tja, als ob ich eine Ahnung von der Lore habe, aus den ersten drei Teilen, die ich gespielt habe. Ja, 8. Ja gut, 5 von 5. 9 gab es, glaube ich, nicht. Das habe ich mich auch nicht gesehen bei ihm bisher. Irgendwie hat er nach 8 geskippt auf X. Keine Ahnung. Star-Layout und. Ach du Scheiße, das ist nicht. Oh Gott. Ist das die Oberwelt oder ist das irgendwie. Okay, da ist ein Bild bei und das Bild könnte eventuell später noch nützlich sein. Eieiei. 100%, achso, es fängt rechts an. Das Spiel hat multiple Endings. Oh mein Gott, what the fuck. Wir steigen da durch. Section 1 ist das Grüne. Hat Kurs 1. Ach, das ist ein Open-World-Ding anscheinend. Aus Kurs 1 kommt man nämlich in Kurs 2, von Kurs 2 kommt man in Kurs 4. Von 4 in 5 und von 5 in 3 und auch von 1 in 3. Aber nur von 3 aus kriegt man anscheinend einen Schlüssel. Und kommt auch noch in Kurs 9. Ah ne, von Kurs 3 kommt man mit dem Schlüssel nur in Kurs 9 rein. Und den Schlüssel kriegt man in Bowser 1. In Kurs 1 kann man in Peach Castle gelangen anscheinend irgendwie. Castle Basin having one star in the level. Und da sind Shortcuts zu Kurs 1 bis 13. Das ist gut. Plus Green Shell und
Blue. Bo ich glaube, Grün und Blau Box einfach. Plus B1 bis B. What the fuck? 95 plus Oberwelt, Kanone offen ergeben Kurs 15. 60 Sterne ist Kurs 14. 145 ist. Okay, bei 145 Sternen kriegt man ein 100% Ende. Okay, wenn ich. Okay, man kann den Schlüssel auch von Kurs 2 ausnutzen, um nach Kurs 6 zu kommen. Gut, das muss ich mir merken. Oh, kann ich mir angucken dann ja eigentlich sogar. Macht sogar mehr Sinn. Da gibt es dann wieder einen Weg zu Bowser 2. Ach so, nee, kann ich gar nicht. Diese Schlüssel sind nummeriert. Ach so, ich kann von Kurs 2 aus. Ach so, ich kann von Kurs 3 und 2 aus jeweils nach Kurs 6 und 9 kommen. Okay, das heißt, ich müsste von Kurs 2 dann nach Kurs 6 für die Order. Und dann gibt es da einen Kurs 2 Schlüssel. Den kann man nutzen, um zu dem Gebiet zu kommen. Und das ist interessant, weil das ist nämlich das Any% Ending. Anscheinend. Aha. Da geht man einfach dann weiter bis zum Ende halt. Und da unten sind, keine Ahnung, irgendwelche anderen Secrets oder so. Das sieht verwirrend aus, aber da hätte ich voll Bock drauf eigentlich. Sieht auch gar nicht so scheiße aus bisher, der Hack. Und sieht auch nicht Kaizo-esque aus. Ja, ich glaube, auf die neueren Hacks bin ich echt gehypt so ein bisschen. Ich müsste halt mal die alten dann erstmal nachholen. Oder zumindest die sinnvollen. Gut. Ja, im Endeffekt sind die Orders relativ gleich. Das eine ist halt 5 vor 6 und das war's eigentlich auch schon. Nee, 6 vor 5, so rum. Gut, ja, das war das dazu. Dann habe ich noch jetzt Super Luigi 64, der Flower Cup irgendwie notiert. Super Mario 4 war, glaube ich, der dritte Teil danach. Serene Fusion und Phenomena. Das sind, wie gesagt, keine Ahnung, was es war. Dann Super Mario 74, 10 Years After. Das war ein Remake von Super Mario 74, was wohl irgendwie so ein Pseudo-Kaizo-Hack war. Sah auch interessant aus. Ja, immer noch Super Mario und The Monsters Manor. Das war, glaube ich, von, ich habe den Namen vergessen, Mr. Comet, wenn ich mich nicht irre. Das ist so ein 10 Stunden, keine Ahnung, Puzzle-Ding. Cyclone Fighter, Thousand Yellow 64, okay, Thousand Yellow 64 würde ich mir halt aufsparen, bis ich mal irgendwann dann dieses Jahr das Switch Remake vom Mario Game gespielt habe. Ja, gut, und dann halt Zeta Attack Rebooted und Zeta Attack 2 Blast to the Past. Gut. Das sind halt die ich noch notiert habe. Ob ich die alle dieses Jahr schaffe, ist aber dahingestellt. Gerade wenn ich mir so die Star Bench Reihe angucke. Ich muss halt echt irgendwie einen Monat lang nur Hacks spielen, jeden Tag 2 Stunden. Und selbst, ja gut, selbst dann Wochenende müsste ich halt 5 Stunden pro Tag. Und das wird, glaube ich, dann ein bisschen zu viel Mario. Ich glaube, das halte ich nicht aus. Aber wenn ich so ein, zwei Hacks pro Monat spiele, vielleicht. Na. Was soll's. Da habe ich immer noch gut was zu tun. Und wir haben jetzt sogar echt 28 Minuten zusammenbekommen. Ich habe jetzt auch echt 12 Minuten oder so gelabert nach dem Hack. Mit Black Screen. Und ja, dann. Passt es eigentlich? Ich finde es gerade interessant. Ich sehe nämlich gerade im Stream Chat Add-on irgendwie von den Subscribern oder von den Gift-Dingern was Interessantes. Wie ist es zum Teufel hat sich Peter umbenannt in Nice to Pete You? Okay, interessant. Ja, mal gucken, ob ich heute Abend noch. Ja, ich glaube, ich hätte schon Bock auf Tomb Raider heute Abend, aber ich glaube, das halte ich nicht aus. Ich glaube, ich gehe echt heute früh ins Bett und nehme morgen früh dann noch ein bisschen Genshin auf. Die Cloud Retainer Quest und dann kann ich am Wochenende auch nebenbei das Hauptevent jetzt spielen. Ich glaube, das ist der Plan. Aber gut, damit die Aufnahme nicht zu lang wird, wobei ich nehme gerade Black Screen auf. Das wird eine kleine Datei sein. Guck mal live nach, sehe ich schon irgendwas an Dateigrößen? Nein, beim KV sehe ich das ja nicht. Aber gut. Das wird trotzdem nicht allzu groß sein. Ich fand's gruselig gestern Abend. Die 2 Minuten Genshin, die ich aufgenommen habe, das waren halt echt 700 MB schon für 2 Minuten. Ich meine, gut, es war viel Bewegung, weil ich habe gekämpft und so weiter, aber trotzdem.
Wenn ich jetzt eine andere Aufnahme angucke, keine Ahnung, Tomb Raider, da waren es eine Stunde 30, da waren 12 GB. Da ist es deutlich weniger irgendwie passiert, als bei den 2 Minuten. Was ich echt interessant finde, aber okay. Ansonsten habe ich eigentlich soweit alles hochgeladen. Stimmt, ich kann am besten, ja, ich kann gleich nochmal das letzte Deadcore-Video hochladen. Das habe ich zwar hochgeladen, aber irgendwie hat sich das aufgehangen bei der Verarbeitung und wird nicht freigegeben. Stimmt, könnte ich gleich mal direkt machen. Wo ist Deadcore? Das mache ich jetzt direkt, bevor ich es vergesse. Denn das Ding ist relativ groß mit 34 GB. Das wird mich jetzt 3 Stunden ungefähr verbrauchen. Wir haben es 18:40 Uhr. Das heißt, im Worst Case läuft der Upload sogar noch, wenn ich schon im Bett liege. Könnte mich echt blöd werden. Achso, ja, gut. Chris Adventure. Ja, Adventure of Chris habe ich auch schon hochgeladen. So, dann laden wir nochmal das hoch. Das kann jetzt gerne vor sich herlaufen. Und ich würde dann jetzt trotzdem endlich mal hier an der Stelle Ciao sagen. Und ja, bis dann. Ich find's geil. Ich habe echt jetzt nochmal die Hälfte vom Video mit Blackscreen weitergelabert. Echt awesome.